When I met you in the summer, to my heart beats. Aloha! Passend zu diesem tollen Wetter momentan zeige ich euch einen Make-up-Look, eine Mini-Snack-Idee, Essentials, die ich dabei habe, wenn ich mich mit Freunden irgendwo draußen treffe und ein Outfit, was auch kurz zu dem Wetter passt. Und ja, ich hoffe einfach, ihr habt viel Spaß mit dem Video, genießt es und ja, wir fangen direkt mit dem Make-up an, würde ich sagen. But you lied so soon. Wenn es warm ist, dann nehme ich eigentlich nicht so viel Make-up. Also ich nehme immer ein bisschen Concealer, um einfach meine Augenringe und meine Rötung, die ich momentan etwas verstärkt irgendwie habe, abzudecken und einfach ein bisschen frischer und menschlicher auszusehen. Und dann fülle ich meine Augenbrauen aus, weil das einfach so ein bisschen mein Gesicht einrahmt. Und irgendwie, ich weiß nicht, habe ich noch nicht meine perfekte Augenbrauenform gefunden. Ich bin irgendwie zu dumm, die richtig zu zupfen. Vielleicht sollte ich mal zur Kosmetikerin gehen. Aber ja, dann nehme ich auf jeden Fall so ein braunes Puder, das ist so ein Gesichtspuder, was einfach nur in einer dunkleren Nuance ist. Und ja, damit bräune ich mich ein bisschen und fixiere dann einfach noch Concealer und Puder. Obwohl, nee, Puder muss man nicht fixieren, weil das ist ja zum Fixieren da. Egal, ihr wisst, was ich meine. Dann biege ich meine Wimpern, damit ich ein wenig mehr Schwung in meine Wimpern bekomme und sie dann einfach besser aussehen, wenn ich sie mit meiner Lieblingsmascara tusche. Der nächste Schritt ist optional, aber ich habe dann noch so einen Lash Primer benutzt, damit die nächste Mascara, die ich auftrage, das ist so eine blaue oder beziehungsweise türkise Mascara, dann einfach noch ein bisschen mehr knallt, weil oft ist es so, dass sie dann einfach irgendwie nicht genug Farbe abgeben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber die hier ist echt gut, muss ich sagen. Und ich finde, das gibt einfach nochmal so einen schönen Farbtupfer und sieht besonders im Sommer oder im Frühling richtig, richtig schön aus. Der nächste Lippenstift ist grün und ich finde das richtig schön für den Sommer. Nein, Spaß. Der ist grün, aber gibt dann eine pinke Farbe auf den Lippen ab. Und er ist wasserfest, das heißt, er ist auch perfekt für den ganzen Tag und ich mag den richtig gerne. Und das ist eigentlich auch schon das fertige Make-up. Simple, but I like it. Smart money betting, I'll be better off without you. In no time, I'll be forgetting all about you. You say that you know, but I really, really doubt you. Understand, my life is easy when. Jetzt kommen wir schon zum Essen! Und zwar ist es bei mir so, wenn es so heiß ist, kann ich nicht so schwere Sachen essen, sondern will einfach nur Früchte essen und da ist sowas hier perfekt. Ich habe einfach eine Wassermelone ausgehöhlt mit einem Löffel. Die Stückchen, die ich dann ausgehöhlt habe, habe ich klein geschnitten, in Würfel. Dann habe ich noch eine Mango klein geschnitten und das habe ich dann einfach alles in die Hälfte der einen Wassermelone getan. Und in die andere Hälfte habe ich das gleiche getan und die war für meine Schwester. Und das habe ich dann nochmal im Kühlschrank getan, dann war das nämlich richtig schön erfrischend. Oh mein Gott, was war das für ein Gesicht? Naja, auf jeden Fall ist es super lecker und probiert es einfach mal aus. Jetzt kommen ein paar Sachen, die ich immer dabei habe, wenn ich irgendwie draußen mit Freunden unterwegs bin. Und zwar ist es einmal eine Sonnenbrille. Wenn es warm ist, können Sonnenbrillen nicht schaden. Dann natürlich mein Handy. Keine Ahnung, falls man irgendwen anrufen muss, falls irgendwas ist. Handy kann nie schaden. Dann eine Bürste. Das ist jetzt so ein Tangle-Teaser. Der ist total cool für die Tasche, weil da irgendwie die Borsten so, die sind da so geschützt und ist ganz fancy-schmancy. Und ich mag den total gerne. Dann habe ich noch so ein Deo-Wasser. Es geht aber auch irgendwie Wasserspray einfach zum Erfrischen. Und das ist jetzt aus Japan. Das ist aber total schön, wenn man sich das auf die Arme macht, weil das auch noch so frisch nach Pfirsich riecht. Dann diese Lippenbutter, die ist so genial. Sie riecht einfach nach Mauerarm, richtig lecker. Meine Mipow-Box, um Musik zu hören. Das ist immer, also muss einfach sein. Und meine Fujifilm Instax Mini 8-Kamera. Das ist so eine Sofortbildkamera und damit kann man einfach Momente festhalten und sie sofort in der Hand halten und ich liebe die einfach. Die ist genial, genial.
Mein Outfit fällt nicht so unter das Motto Dress to Impress, aber das ist mir auch völlig egal, weil es einfach super bequem ist und für das Wetter perfekt ist. Sonnenbrille natürlich, lockeres T-Shirt und so eine ganz lockere Hippie-Hose, sage ich dazu. Ich weiß nicht, ob die so heißen. Wie heißen diese Hosen? Ich weiß nicht. Ich mag die total gerne. Dann einfach noch eine lockere Tasche, wo alles mit rein kann und Sandalen. Perfekt, super bequem. Und ja, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und lasst mir doch ein Feedback da und I love you. Muah.